Eigentlich wie die M100. Das ist eine der Vorläufer von der M100 in diesem Bereich. Guten Tag. Heute mal eine ganz andere Perspektive. Was ihr da hinten hören und sehen könnt, ist eine alte Hammond-Orgel, Baujahr 1951. Ja, die ist auch so ein bisschen... Na, nicht so zittern. Ich bin völlig begeistert. Die Kiste funktioniert wieder und war hier im roten Keller deponiert. Und von Bertram habe ich das dann geschickt bekommen. Und dann hieß es eben, machen Sie da kein... Olivenöl. Also kein Nähmaschinenöl oder so. Ne? Ist ja auch feines Öl, aber... Weil das ist wohl noch feiner. Ne? Und diese Orgel gehört... meinem alten Freund oder unserem alten Freund Klaus Henatsch. Wie hast du dann geguckt, als der liebe Hans gesagt hat, die Orgel ist von 1951? Du dachtest, ich habe immer 54. Ne? Ja, so alt wie ich jetzt bin. Unfassbar. Hans, du bist selber Orgelsammler und Reparateur, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, beides, ja. Beides? Ja. Und hast dich jetzt hierher bemüht, vielen, vielen Dank. Gerne. Dass du dich hier dieser wunderschönen Kiste annimmst. Der Hammond-Professor. Der Hammond-Prof. Und wir haben sie tatsächlich wieder, zum Laufen. Wieder, ja, da noch ein schickes Leslie dran, dann ist das ein ganz tolles Gerät. Ne? Sehr schön. Und hier ein Keller weiter. Der ist noch nicht ausgebaut, deswegen mache ich es noch nicht auf. Da kommt Estrich rein. Die Orgel. Kleines Mischpult, ein MacBook, ein Leslie und dann gibt es wieder Rock'n'Roll in Analog. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Gebt mir ein Herzchen, gebt mir ein Like, folgt meinen Kanälen. Noch ein Hinweis, am 26. und 27. Oktober findet hier im Friederparkstudio, in Ankers Friederparkstudio mit mir ein zweitägiger Mixing-Workshop statt. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eine Mail an osmator@osmator.com. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.